Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum Luredrop Unboxing des Monats März 2023. So, wir haben eine prall gefüllte Box, die wie immer mit unserem Beilageflyer hier beginnt. Hier könnt ihr nachlesen, welche Produkte enthalten sind und natürlich, wie ihr sie einsetzt, wie ihr sie miteinander kombiniert. Also wir haben ja auch immer ein paar Zubehörartikel dabei, die dann für die Gummifische zum Beispiel zu gebrauchen sind. Und falls das nicht ganz klar ist, dann genau einfach hier rauf gucken, dann sollte es klar werden. Aber für alle, die das Unboxing-Video gucken, da reicht natürlich auch schlichtweg jetzt hier einfach zuzuhören. Auf der Rückseite findet ihr dann hier unten eure Losnummer. Da könnt ihr rausfinden, ob ihr am Ende der Sendung werden wir mit der Schale wieder einen glücklichen Gewinner oder eine Gewinnerin ziehen, ob ihr das vielleicht seid. Und hier oben ist der Preis. Das ist heute ein sehr, sehr fettes Hardbait-Paket von Shimano, aber dazu später mehr. Bevor mich das erste Produkt anlächelt, haben wir hier für all diejenigen, die diesen Luredrop im Shop erworben haben, auch noch einen kleinen Infoflyer, nämlich zum Luredrop-Abo. Man kann natürlich immer am 1. um 18 Uhr gucken, dass man eine der Luredrops erwischt, die noch in den freien Verkauf gehen. Es sind aber immer sehr, sehr wenige, meistens schon nach einer Stunde vergriffen. Und wenn man das eben nicht machen möchte, weil einem das zu stressig ist und man vielleicht auch noch ein bisschen Geld sparen will, dann kann man sich überlegen, vielleicht das Luredrop-Abo abzuschließen. Und hier unten seht ihr dann, mit wie viel Abolänge man wie viel Prozent sparen kann. Bei den meisten von euch wird gerade Schonzeit sein, bei den allermeisten. Ich glaube, es gibt in Mecklenburg-Vorpommern ein paar Gewässer, wo es nicht so ist. Ansonsten kenne ich persönlich ehrlich gesagt kaum welche, die im März offen sind in Deutschland. Natürlich in Holland sind im März die ganzen Gewässer noch offen und Kunstköderangeln noch erlaubt. Aber selbst wenn bei dir zu Hause gerade Schonzeit ist, sie ist bald vorbei und in den meisten Bundesländern geht es ja zuerst mit dem Hecht wieder los. Also bei uns hier im Berliner Umland in Brandenburg dürfen wir ab 1.4. wieder auf Hecht angeln und dementsprechend ist der erste Köder im Luredrop März ein Hechtköder. Der Salmo Executor 9, also 9 cm lang, ist eine Floating-Variante, läuft relativ flach, das hat seinen Grund, denn die Hechte stehen nach der Laichzeit meistens noch ziemlich flach und sind dort am besten aufzuspüren. Wir haben uns hier für ein sehr natürliches Dekor entschieden. Auch das ist angepasst an die Jahreszeit. Die Gewässer sind jetzt nach dem kalten Winter meist relativ klar und da macht sich so ein natürliches Dekor dann natürlich besonders gut. Der Executor ist sowas wie ein etwas länglicher Crankbait. Man leiert den in erster Linie ein, kann natürlich hier und da mal einen Spinstop einstreuen, das gerade jetzt in der kalten Jahreszeit auch dann den Biss bringen kann, diese Pause, den Moment, Zeit, den man dem Hecht dann auch gibt. Natürlich könnt ihr damit auch Barsche fangen, aber es ist in erster Linie ein Hechtköder. Schwimmend, silent, also da sind keine Rasseln drin verbaut, der ist leise und natürlich mit ultrascharfen VMC-Haken ausgestattet. Weiter geht's mit einem Kombi-Produkt, das sich hier über drei verschiedene Ebenen verteilt sozusagen. Ich fange mal mit dem Ausgangsprodukt an, das ist der Köfi Multivibe. Das ist ein Bladed Jig oder auch Chatterbait genannt, in einer Sonderfarbe Galaxy. Die Besonderheit beim Multivibe ist, dass man das Blade vorne austauschen kann. Wir haben hier bei dieser Sonderfarbe Galaxy einmal so ein hellblau, fast schon türkises Metallic Blade, was ein bisschen auffälliger ist, weil es im Wasser blitzt. Und dann haben wir noch ein braunes, etwas unauffälligeres, mattes Blade. Aber man kann nicht nur die Blades von dem Bladed Jig wechseln, man kann optional, wenn man möchte, diesen Bladed Jig auch zu einem Spinnerbait umfunktionieren. Und dafür braucht ihr den Extra Vibe und passenderweise ist natürlich auch der hier in einer Sonderfarbe Galaxy, damit die schön zusammenpassen, gehalten. Und wie das aussieht, zeige ich euch gleich. Vorher stelle ich euch noch den dritten im Bunde vor, nämlich ein alter Klassiker, der Köfi Pintail in 11 cm Länge, ist der perfekte Trailer für den Multivibe, aber auch für diesen Köder, wenn man ihn als Extra Vibe fischen möchte.
natürlich auch in Galaxy, also alles aufeinander abgestimmt. Und wie das aussehen kann, haben wir schon mal vorbereitet. Also, ihr nehmt hier vorne das Blade raus, wenn ihr den Multivibe zum Spinnerbait umfunktionieren wollt. Und ja, hakt hier einfach über diese Easy-Snap-Verbindung den, also man schiebt natürlich erstmal dieses Gummi so ein bisschen hoch, dann hakt man den über diese Easy-Snap-Verbindung ein, dann schiebt man den Gummischlauch wieder rüber, um diese Verbindung dann halt auch zu schützen, also vor Aufgehen zu schützen, aber auch damit da jetzt sich nicht unnötig Kraut verfängt oder sowas. So ist es dann wieder drauf. Und wichtig ist natürlich, dass ihr es in der richtigen Richtung macht. Also der Spinnerbait sollte so laufen, der Kopf ist unten. Dementsprechend ist es wichtig, dass der Rücken des Köders quasi zu den Spinnerbait zeigen, nicht andersrum, sonst läuft der Köder nicht vernünftig. Genau, und hinten dann eben den Pintail passend als Trailer anbringen. Damit solltet ihr auf jeden Fall gut auf Barsch angeln können. Also wir haben hier die kleinere Größe, die 1.0er ist also eigentlich als Barschköder gedacht. Aber natürlich könnt ihr damit auch super auf Hecht angeln. Ist im Grunde ein Allround-Köder. Natürlich könnt ihr auch mit den Blades fischen und das Ganze als Bladed Jig, aka Chatterbait, verwenden. Aber weil wir diese Geschichte so im Lure Drop noch nicht hatten, war es mir wichtig, dass wir vor allem jetzt mal die Extra Vibe Variante vorstellen. Auch der nächste Köder ist im Grunde ein Universalköder für Hecht und für Barsch. Und zwar ist es ein sehr, sehr, sehr spezieller Köder, muss ich sagen. Es ist der erste Topwater-Köder der Saison, den wir im Lure Drop verpackt haben. Das ist Anfang März sicherlich noch ein kleines bisschen früh, aber die ersten warmen Tage kommen bald. Und dann geht es auch schon los an der Wasseroberfläche. Und hier haben wir einen Köder, das ist der Rapala Skitter Frog. Es ist ein Oberflächenköder, wie schon gesagt, aber es ist eben kein Stickbait, es ist kein Popper, es ist kein Propbait, es ist auch kein klassischer Frosch, der hinten so Froschbeine hinter sich herzieht. Wir haben ein bisschen Videomaterial uns von der Rapala-Seite geholt, um auch mal das Laufverhalten zu zeigen. Wie ihr sehen könnt, hat er eigentlich so ähnliche Laufbewegungen wie so ein Delfin. Also es ist natürlich ein Frosch, aber mich erinnert es ehrlich gesagt auch ein bisschen an einen Delfin. Er taucht immer wieder runter und geht dann wieder hoch und wieder runter. Ein sehr, sehr spezieller Lauf. Und diesen Lauf erreicht ihr tatsächlich einfach übers simple Einkurbeln. Also das ist ein Köder, der aus der Snakehead-Angelei kommt. Und dort wird er in erster Linie einfach ganz, ganz rasant eingekurbelt. Funktioniert super auf Hecht, funktioniert super auf Barsch. Ihr könnt ihn natürlich auch mit Twitch-Bewegungen, diesen klassischen Stickbait-Bewegungen animieren. Er wird sich da nicht so bewegen wie ein Stickbait, aber man kann eben da auch nochmal mit Schlägen in die Rute nochmal ein bisschen mehr machen. Es ist aber eigentlich nicht nötig. Also das einfache Einkurbeln reicht, um diese unverwechselbare Bewegung hinzubekommen. Bei der Farbe haben wir uns hier einheitlich für ein Fire Tiger Dekor entschieden. Ist sicherlich eines der beliebtesten zum Hechtangeln, aber auch zum Barschangeln. Der Skitter Frog hat einen Balsaholzkern, hat dann eine Polymerschaumhülle außenrum, sodass er ja doch sehr, sehr widerstandsfähig ist und auch viele Hechtattacken verkraftet. Hinten haben wir einen Skirt und auch die Haken sind so angebracht, dass man ihn sehr, sehr gut im Cover fischen kann, also im Dickicht, im Kraut, in Seerosen ist das ein Köder, der sehr hängerfrei läuft. Also genau dafür ist er gemacht. Also gerade wenn es jetzt wärmer wird, die ersten Seerosen aus dem Wasser kommen, dann ist der Skitter Frog perfekt, um da mal auf Hecht zu gehen. Aber wegen der Größe und auch wegen der Oberflächenaktivität der Barsche wird man damit sicherlich hin und wieder auch einen guten Barsch fangen können. Viel Spaß mit dem Skitter Frog, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Köder. So, wir machen weiter mit einem klassischen Barschköder. Kann man natürlich auch zum Forellenangeln benutzen.
ist ein kleiner Twitchbait, nämlich der Gamera Twitch von Ganki. 6,5 cm lang, läuft sehr, sehr flach. Die Größe ist gerade im Frühjahr jetzt besonders gut geeignet, weil eben die Brutfische vergleichsweise klein sind, also sind so kleine Twitchbaits super geeignet. Wir haben es hier mit einem Suspender zu tun, also einem schwebenden Köder. Den könnt ihr dann eben besonders lange stehen lassen, ohne dass er zu weit nach oben geht oder eben nach unten abtaucht. Ihr könnt ihn lange auf der Stelle behalten, wo ihr glaubt, dass der Biss kommt. Und dann ist das auf jeden Fall das richtige Mittel, um den richtig dicken Frühlingskirschen auf die Pelle zu rücken. Ein Hammer noch. Ein Köder zumindest. Und zwar ja wahrscheinlich einen der beliebtesten Hechtköder überhaupt in Europa, den Pickshad. Das ist jetzt hier die Tournament-Variante in 18 cm, also ein vergleichsweise kleiner Pickshad. Den könnt ihr nicht nur zum Hechtangeln benutzen, sondern auch zum Zanderangeln. Falls ihr euch wundert, warum wir hier in dieser März-Edition keinen einzigen klassischen Zanderköder haben, das liegt an der Jahreszeit. Die Schonzeit fängt ja in den allermeisten Bundesländern für einen Zander noch mal deutlich später an als für einen Hecht. Deswegen Zanderköder gibt es dann wieder ab nächsten Monat. Aber diesen Köder könnt ihr theoretisch auf Zander angeln. Das kommt nämlich dann auch ein bisschen darauf an, wie ihr ihn führt und auch wie ihr ihn riggt. Wir haben hier einen Jig-Haken auch mitgeliefert, der für den Pickshad passen würde. Damit könntet ihr also auch auf Zander jiggen, wenn ihr wolltet. Es ist natürlich ein relativ großer Zanderköder und gerade jetzt im Frühjahr ist das dann wahrscheinlich eher ein Hechtköder. Aber falls diese zwei Pickshads lange bei euch halten, dann könnt ihr im Herbst, wenn es wieder kälter wird, damit auch super auf Zander angeln. Das nur kurz als kleine Seiteninformation. Hier habe ich jetzt das Päckchen Musagehaken schon in der Hand. Der große Haken ist eben hier für den Pickshad. Der kleine Haken, falls ihr den Köfi Pintail auf Barsch angeln wollt oder auf Zander angeln wollt, dann könnt ihr natürlich den auch sehr gut am Jig fischen. Wenn ihr den nicht nur als Trailer benutzen wollt, wollte ich damit sagen. Und wenn ihr aber den Pickshad jetzt im Frühjahr im flachen Wasser auf Hecht leiern wollt, dann haben wir auch noch ein sehr gutes System für euch. Und zwar ist das so ein Softbait Shallow Screw System, in diesem Fall von der Firma Zeck. Damit könnt ihr den perfekt riggen, Haken unterm Bauch anbringen und mit diesen Screw-in-Weights habt ihr die Möglichkeit, dann auch noch mal ein bisschen was an der Lauftiefe zu verändern. Also ihr könnt hier ein bis zwei von den Schrauben vorne in den Köder einbringen und dann läuft der ein bisschen tiefer dementsprechend. So, jetzt machen wir hier vorne diese Screw in die Nase. Das ist beim Pickshad auch ehrlich gesagt sehr, sehr komfortabel, weil da so eine perfekte Fläche dafür ist. Die werden in Schweden auch hauptsächlich genauso an solchen Systemen geangelt. Dafür sind sie gemacht in erster Linie. So, dann bringen wir hier das hier unten ein. Durch das Gewicht der Sprengringe und der Wirbel würde der Köder so schon laufstabil durchs Wasser gleiten. Also die Screw-in-Weights von Abu Garcia sind nicht zwingend notwendig, um jetzt hier ein vernünftiges Laufverhalten zu erzielen. Aber wenn man ihn eben ein bisschen beschweren möchte, um ihn ein bisschen tiefer zu führen, dann sind sie super geeignet. Also wenn ich ihn jetzt nur mit 5 Gramm beschweren will, dann wäre das hier vorne meine erste Wahl. Aber offen gesagt ist es, glaube ich, ein bisschen weniger verletzungsanfällig, wenn ich das Ding noch mal kurz rausnehme. Und wenn ich noch einen zweiten anbringen möchte, weil ich wirklich ein bisschen tiefer will, dann würden wir das kurz hinter dem Stinger machen. Also hier zum Beispiel. Wow. So würde das dann aussehen, wenn wir jetzt zwei Screw-in-Weights benutzen. Aber wie gesagt, ist nicht zwingend notwendig. Gerade wenn die Hechte jetzt sehr, sehr flach stehen, kann man den auf jeden Fall auch sehr gut ohne Gewicht fischen. So, dann haben wir noch ein paar Süßigkeiten. Hier noch ein bisschen Lure Drop Schokolade und dann haben wir einen coolen Sticker,
hat unser Grafiker David sich wieder was Schönes einfallen lassen. So sehen die Seerosen jetzt wahrscheinlich noch nicht aus, aber ganz bald dann. Und dann auf jeden Fall den Rapallas Gitterfrog da durchjagen, bitte. Und zu guter Letzt natürlich ein Expertentipp. In diesem Fall ist der vom YPC Boat-Teilnehmer und Holland-Guide Robin Imkamp. Hier auf der Rückseite könnt ihr dann, wenn ihr Inhaber dieser Box geworden seid, per QR-Code euch den Expertentipp angucken. So, last but not least haben wir eine Auslosung zu machen. Wir müssen auf jeden Fall einen Gewinner ermitteln, aber bevor wir das tun, sage ich euch noch ganz kurz, was es zu gewinnen gibt. Die Firma Shimano hat sich wirklich nicht lumpen lassen und hat uns ein unfassbares Hardbait-Paket im Wert von ungefähr 320 Euro hier zur Verfügung gestellt. Da sind auch ein paar richtig geile Neuheiten bei, also Köder, die es erst seit ein paar Wochen auf dem Markt gibt, wie zum Beispiel den World Diver Flash Boost von Shimano oder den World Crank. Die haben beide diese geile Eigenheit, dass sie dieses Wackelplättchen eingebaut haben und dadurch, selbst wenn sie absolut stillstehen, richtig geil reflektieren. Das ist auch beim World Pop so, beim World Minnow. Also sind hier alles richtig, richtig fette Neuheiten. Ich kann jetzt nicht jeden Köder hier einzeln vorstellen. Hier ist der World Rush, auch mit der Wackelplatte. Wir haben einen kleinen Mini-Swimbait. Wir haben einen großen Swimbait, den BT's Raptor. Wir haben einen Jigspinner bei. Wir haben weitere kleine Crankbaits bei. Also wirklich ein richtig, richtig geiles Paket. Bevor ich jetzt den oder die glückliche Gewinnerin dieses unfassbaren Shimano Hardbait Bundles ziehe, möchte ich euch noch ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass wir noch zwei weitere Gewinnspiele hier heute machen. Erstens, unter allen, die einen netten Kommentar oder überhaupt irgendeinen Kommentar unter diesem Video verfassen, verlosen wir einmal den Luredrop März. Und unter allen, die unsere Instagram-Seite, die gerade neu ist, Luredrop, abonnieren oder bereits abonniert haben, also wenn ihr bereits dabei seid, müsst ihr an der Stelle nichts tun, verlosen wir einen Luredrop April. Also einfach bitte unten nochmal in die Videobeschreibung reingucken, falls ihr dabei sein wollt. Da stehen auch nochmal alle Teilnahmebedingungen, auch die Fristen. Einfach mitmachen, schreibt einen Kommentar, abonniert uns bei Instagram, dann seid ihr dabei. Und natürlich, wenn ihr den Luredrop März gekauft habt, seid ihr jetzt natürlich sowieso im Lostopf um dieses Shimano Hardbait Bundle. So, gewonnen hat die Losnummer 363. Herzlichen Glückwunsch. Schick uns bitte eine E-Mail an support@hecht-und-barsteh mit deinem Namen und deiner Adresse und gerne auch mit einem Foto deiner Losnummer. Dann lassen wir dir sehr, sehr gerne das ultrageile Shimano Hardbait Bundle zukommen. Für alle anderen, die jetzt nicht gewonnen haben, nicht traurig sein. Zwei Gewinnspiele haben wir noch. Schreibt doch einfach in die Kommentare, welches Produkt, welcher Köder aus dem Luredrop März euch am besten gefallen hat. Schon seid ihr im Topf oder abonniert einfach unsere Instagram-Seite. Auch da habt ihr dann die Chance, nochmal einen Luredrop zu gewinnen. Vielen Dank für die Unterstützung beim Luredrop-Projekt generell. Vielen Dank für eure Käufe natürlich, ob als Abonnent oder als derjenige oder diejenige, die immer am 1. um 18 Uhr vorm Rechner sitzt, um sich einzusichern oder eine Limited Edition abzugreifen. Ja, herzlichen Dank dafür, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.